Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte auf dem Marsch. Wir sind jetzt bei und fliegen auf Feld 12. Wir werden gleich mal beginnen. Das heißt, erstmal ein Kurs Feldarbeit, Kursgenerierung 12, Vorgewende machen wir ruhig 2, 3. 16 Meter will man passen. Mit einem Fahrzeug reicht. Braucht zwar ein lange, aber gut, wir haben es kein zweites. Beziehungsweise wir haben keinen zweiten Tanktraktor. Dazu werden wir ihn ein bisschen anders zu einer Position stellen, dass er nicht groß umher kutschieren muss. So. Beginnen am ersten Wegpunkt. Mal sehen, wie lange er braucht. Jetzt werden wir gleich speichern. Feld 12 Flügen. Da muss ich so überlegen, irgendwann mal komplett neu zu machen. So, Fahrer einstellen. Das ist im Grunde kein Flug, aber das ist ein Grupper, der die Flugfunktion hat. Das heißt, dadurch, er sieht ja so aus, als wenn geflügt wäre, und es ist auch so dargestellt. Auch die Ergebnisse sind so. So, jetzt mal gucken hier. Warum fährt er ganz links? So ein komisches Verhältnis. Vor allem, wenn er nur 7-8. Ja. 6, 7, 5. Nochmal 0. Hat er einen gesoffen oder was? Macht er wieder 0,5 rechts? Und reift dann umso, keine Ahnung. Das ist neu. Ich bin ja nicht fertig. Baue ja zu lange, 15 Minuten. Na gut.
So. Die Aussaat läuft auch. Kalken war noch nicht so weit. Muss ich mal gucken, wo mein LKW geblieben ist. Ach so. Tja, irgendwas ist da nicht in Ordnung. So, schnell den nächsten Ballen aufsammeln und dann gleich wieder hier ablegen. Kartoffeln. Ja, ist bald Herbst, Mitte, Herbstende. Wir können jetzt auf Nummer 8 F5 gehen wieder, Geschwindigkeit. Denk mal, jetzt haben wir das meiste geschafft. Ob die Ballen schon entsprechend gut sind? Ich glaube nicht. Die waren ja auch von dem, na ja, gut, okay. Nur so einen Tag warten. Das sind eh nicht genug Ballen, davon abgesehen davon. Aber wir können die ja separat lagern. Da ist auch noch ein Grasbaum übrig geblieben. Ja, das liegt aber daran, dass ich im Prinzip vor einer Woche angefangen habe und jetzt den Kurs improvisiert habe. Es war nicht richtig gespeichert und dadurch ein bisschen ja, schief gegangen. Aber das können wir noch nachpressen, der ist ja gleich da, der Traktor. Der ist ja noch da. BGH. Düngen wollen wir noch, düngen. Die ganzen Wiesen düngen, die kleinen Wiesen jedenfalls. Große Flügelwerdung um. Gleich den Traktor schnappen und dann gleich pressen hier. Ist noch Gras. Na ja, noch im Grunde einen Tag. Entschuldigung. So. Der
das können wir noch nicht liegen lassen. Das sind dann noch einige Talers, ne? Die Dicke haben wir es hier auch nicht. Gut, ein Ball kriegen wir raus, vielleicht zwei. Den Rest war ja drin gewesen. Das sind ja auch große Ball mit 10.000. Sonst würden wir uns ja doch um den nicht fahren. Mit dem LKW. Und tschüss. Geht es ja nicht, aber immer Leppen mitnehmen. Müssen wir eigentlich mal Mais machen, ne? Viel Arbeit. Das Problem ist, das müssen wir auch verkaufen kriegen, ne? Oder müssen wir noch mal hinkriegen. Noch. 6 Wochen ungefähr, pauschal. Hier müssten wir uns den, ja, das ist das Feld gegenüber kaufen. Da könnten wir theoretisch die 7, dann könnte man da entsprechend, oder die 11, könnte man Grashalm machen, 10 auch, dann wäre die WGA versorgt. Ja, da paar Streifen nicht so gut gemacht. Gut. Hier ist die andere, so, oh, düngen, wollen wir düngen. So. Kurz überlegen, was ich machen wollte. Ach so, ja, LKW. Die legen wir jetzt hier rechts hin. Da kommen wir nicht einen guten raus, ne? Alter, fahren wir genau. Ja. Hab ich mir gedacht. Also eine BGA kann man auch nicht ankippen, das ist noch das ist alles Gras. Den Verkehrten mitgenommen, ach nein, was soll's. Den können wir nach hinten abladen, Junge. Stell doch nicht so an. So. Set. Und da liegen sie. Auf zur nächsten.
Oh, fahr mal rechts. Uhrzeit? 17 Uhr. So, schlagen rüber zu den anderen Grasballen, die wollen auch runtergeholt werden. Bevor uns die Nacht einholt. Da bin ich ja gespannt, ob das alles wird hier, ob das noch reif wird. Oder ob das entsprechend verdorrt oder verfault. Das kann natürlich auch passieren. Aber dann werden wir gleich sofort. Gut, der ist auch fertig. Ja, sofort mal aussehen, wenn das entsprechend ist, ne? Holen wir erstmal die anderen Ballen da hinten. Dann können wir morgen alle schön düngen. Oder noch heute. Hier ist die Tarnfarbe grün. Frisch gepresst. Mann, ich will nur zu essen machen. Aber die Folge ist auch gleich zu Ende. Ist ja Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Schaffen nichts. In Anführungszeichen. Aber wir müssen was tun. Na, kriegen wir LKW voll, dann kriegen wir noch einen LKW. Na, wird nichts mehr. Aber da haben wir insgesamt näher 5 LKWs. Ladung. Okay, 48 Ballen. Nicht schlecht. Hat die BGR nicht zu tun. Im Winter vor allen Dingen. Morgen braucht die noch. So, liebe Zuschauer, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Seid mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis denn.